Moin Moin, lieber Bro, schön, dass du eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Endphase der Wintertransfersphase und das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Wir haben ein Angebot für Mockenhaupt bekommen vom SC Freiburg und da sage ich, ihr könnt den gerne haben für seinen Marktwert. So, das könnt ihr gerne machen, haben wir noch ein bisschen Geld. Dann inakzeptabel, Ömür halt. Aus folgendem Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an dem Angebot den Spieler, noch halten wir die Höhe für angemessen. Das ist richtig blöd, ich will ihn noch haben. Das ist noch einer meiner letzten Wunschspieler. Der hat richtig Qualität. UM und ZM, aber eher plane ich ihn für ZM. Da habe ich nämlich einfach Mangel an Spieler. Das ist ein bisschen blöd. Und da gucke ich jetzt gerade mal, ob irgendein Spieler noch, den ich eh loswerden will, der eh eigentlich gar nicht mehr zu meinem Verein gehört. Piusek könnte man dann noch anbieten und sagen dann eben 1 Million. Finde ich ein bisschen viel schon, aber machen wir mal. Gucken wir mal. Frey ist enttäuscht, dass ich spielen durfte. Dann, ich bin glücklich, wirklich glücklich, dass ich eingesetzt werde. Ja, du machst das auch ganz gut, lieber Mvene. Und wir machen Training. So, Training vorbereitet. Ihr werdet jetzt sehen, was ich gemacht habe. Und zwar Schmitz aus der eigenen Jugend kommt eine Stufe höher. Das ist ein gut neuer Sechser. Wir werden nämlich eh von allen Leihspielern nicht alle Kaufoptionen ziehen. Das ist ganz, 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 ganz safe, dass das nicht klappen wird. Was ich komplett in der letzten Folge, nicht in der letzten gegen Union Berlin, die sollt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, die war der Hammer. Nein, in der Transfersfolge vergessen habe, mit euch immer ein bisschen anzugehen, ist etwas ganz schönes Neues hier mit Transfersüberblick. Das hätten wir mal öfter angehen sollen, nicht Depp mit Ohren. So. Folgendes, wer es nicht mitbekommen hat, ich werde das aber auch nochmal beim Abschluss in der nächsten Folge nochmal sagen. Obwohl, das geht da, glaube ich, doch geht. Und zwar, André Weiß ist überraschenderweise zu Lausanne Sport gegangen. Leider hätten wir da mehr Geld bekommen können. Wir hätten fast, doch, hier 600.000 Euro mehr kriegen können. Das war richtig dumm von mir. Und es war auch gar nicht geplant, dass er geht. Aber dass er dann Angebote gekriegt hat und ich eh einen neuen Torwart suchte, dachte ich, wieso nicht. Schipnowski wird ausgeliehen für, ich glaube, 2 Jahre sogar nach Barnett. Dann haben wir Blanco für 2 Jahre ausgeliehen. Wenn der Bug gefixt ist, können wir ihn für 9 Millionen holen. Ansonsten ist er danach wieder weg. Und da bis dahin hoffen wir, einen anderen Torwart zu haben. Dann Gauss, kostenloser Transfer, geht zu Fürth. Sein Vertrag läuft aus. Ich wollte ihn verkaufen. Aber das wurde ja auch leider gefixt. Das war ein geiler Bug. In der Winterpause vertragslose Spieler irgendwie schnell noch zu verkaufen. Also die nach der Saison Vertrag auflöst. Kräuter Fürth hat sich ihn geholt. Passlack, Laie. Den möchte ich gerne eventuell auch die Kaufoption ziehen. Der ist zukunftsorientiert bei mir, weil er RV und LV kann. Pich ist gegangen. Ich dachte eigentlich, ein Spieler ist Klich. Habe es verwechselt. Egal, Bach Bielefeld ist in Ordnung. Habe eh nicht mehr mit ihnen geplant. Pulisic ist gekommen. Wahnsinn, was er schon gespielt hat. Aber ich glaube auch, er hat einen hohen Marktwert. Was haben wir auch? 9 Millionen oder irgendwas haben wir gesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Für ein Jahr, glaube ich. So, Laie. Dann noch eine Laie. Adviay. Ach so, jetzt habe ich vergessen, wie man ihn ausspricht. Jetzt habe ich wieder vergessen. So ein Mist. Adjai, dann haben wir ihn auch mit Kaufoption, ist relativ günstig, so Lanke ist relativ günstig mit 2,5 Millionen, Superstürmer von Chelsea und dann haben wir Wegesser ausgeliehen nach Morecamp und das war's erstmal. Alle Vereine, da sehen wir mal, was hier so passiert ist. Gucken wir mal, der letzte Wechsel, der passiert ist, freier Spieler im Marbena zu St. Pauli, gratis. Hashimoto ist gewechselt für 53.000 zu Fürth. Sao Paulo geht hier zu Montpellier, Sao Paulo geht zu Montpellier, alles klar, zu Montpellier. Ne, Vidigal, okay, Witzel ist gewechselt, wow, von Zenit St. Petersburg zu AS Rom, kostenloser Transfer. War das ein geplanter, programmierter? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann haben wir SC Braga, Pinto kommt zu FC Genoa, kostenlos, Lazar, kostenloser Transfer. Zu Geonier, dann wird so gucken, ob es irgendwas Spannendes gibt. Öztunali von Leverkusen zu Arsenal für 6 Millionen. Dann Wegesser haben wir schon hier drin. Pesino interessiert uns. Niang zu Leverkusen. Ohoho. Nastasic wechselt zu Barcelona. Was geht denn hier ab? Für 23,5 Millionen. Dann keine spannenden Aktionen hier. So Lanke kommt zu uns. Abia kommt zu uns. Pulisic kommt zu uns. Harald kommt zu Heidenheim. Pich zu Bielefeld. Nunes zu Dresden. Xabi Rodriguez wird ausgeliehen zu Leganes. Wie geht das denn? Haben die den Vertrag verlängert? Die leihen den wirklich aus. Ist ja mal krass. Dann Brotzek zu St. Pauli. Die haben also ein bisschen aufgetunt hier. Ushebo zu Bielefeld. Auch die tun auf. Pfizer zu PSG. Burgstaller zu Granada. Okay, interessant auf jeden Fall. Geil, dass man das mal ein bisschen ordentlich sehen kann. Lewicki
zu Nürnberg, dann Passlack haben wir schon, Korea zu Crystal Palace. Ja, what the fuck is going on, Leute? Krasser Shit. Dann Martin zu Leverkusen, Unnerstall, nee, zu Leipzig, Unnerstall, krass. Navarez zu Stuttgart, White Phillips zu Darmstadt, krass. Dann Marquinhos zu FC Bayern, okay. Welles zu Union Berlin, Bolz zu Düsseldorf, Labeit zu Freiburg, Navarro, Lelosse, okay. Ansonsten erstmal nix. Nur mal gucken, was jetzt in den letzten 10 Stunden passiert. Varane wechselt zu Arsenal, Sommer zu Neapel. Jetzt gucken wir mal, Mockenhaupt ist gegangen und immer noch Ümür aus. Folgenden Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert. Ja, was wollt ihr denn von dem? Was wollt ihr? Wie viel Geld wollt ihr denn? So, machen wir mal Klich und 2 Millionen. Das kann doch nicht sein. Da steht, 1 Million muss ihn überzeugen und die sagen, nö. Ich mach jetzt mal was anderes nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich die Stunden rum sind, weil dann war es das. Eine Anfrage kann ich gar nicht mehr machen. Jetzt wäre man diskutiert, oder? Nee. Fällt mir gerade so ein. Das geht ja gar nicht mehr. Ja, blöd gelaufen für mich. Da muss jetzt durch. So. Pastore wechselt zu den Bayern. Ja, nee, ist klar, Leute. Wir sehen Spieler verkauft. Mockenhaupt zu Freiburg. Und jetzt wird akzeptiert. Aber ganz ehrlich, das ist mir fast schon zu teuer. Ich mache das trotzdem jetzt mal, weil er wird ein Spieler sein, den wir saugut gebrauchen können für die Zukunft. Ist das schlau? Künftiger Stammspieler, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob er da schon meckert in seiner Größe. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu viel geboten. Ich wette mit euch, ich habe zu viel jetzt geboten. Hoffen wir mal nicht. So, Pereira wechselt da auch. Und dann gucken wir mal auf Transfers Überblick und gucken mal ganz kurz jetzt hier rein. Entep, Union Berlin, also ich gucke mal gleich rein, wenn wir an den letzten Stunden sind. Ich gucke jetzt mal kurz. Nach dem 5-0-Sieg gegen Union Berlin wollen wir natürlich jetzt auch richtig Gas geben. Ne? Also, oh, Angebot abgelehnt. Wir können leider nicht zu, ich möchte eine größere Rolle spielen. Ich war mir schon klar, dass er irgendwie sowas sagt. Ach, ich habe ihm eh viel zu viel Gehalt gegeben, wie ich gerade feststelle. Ich habe falsch geguckt, nämlich. Ja, eine größere Rolle. Dann kann ich nur sagen, Rotationsspieler. Ich kann ihm jetzt auch keine Garantie bieten. Das geht gar nicht. So. Meine Herren, da kam schon Topwechsel. Jetzt wisst ihr, warum ich mal Anfang an immer Transfers mal schließe. Mir gefällt es hier und ich möchte mich eigentlich nicht neu orientieren. Jetzt ist ihm das Geld zu wenig. Mann, das ist schon ein Topstar, ne? Der will schon ganz schön viel. Jetzt gebe ich mal ein bisschen was noch, aber jetzt auch nicht allzu viel. Komm schon. Das wäre doch mal was. Das wäre auch mal was ganz anderes wie sonst immer. So, wir haben aber nicht mal viel Zeit. Noch 5 Stunden. Ab der 2. Stunde kann man nichts mehr machen. Er lehnt ab. Mir gefällt es hier. Ich möchte mehr. Also ein bisschen Geld kann ich mir auch bieten, aber dann habe ich kein Geld mehr. Dann war es das Feierabend. So, 15 Millionen geht, glaube ich, schon nicht mehr. Doch, geht noch. 15 Millionen, sage ich. 15.000. So. Aber es geht halt nicht. Ich kann ihm jetzt nicht eine Garantie geben. Stammspieler. Es geht halt einfach nicht. Keine Topwechsel mehr. Das war's erstmal für die Winterpause anscheinend. So, jetzt akzeptiert er. Und das nehme ich natürlich herzlich noch an. Den haben wir ein Mega-Talent. Und Klich ist dann auch mal weg. Obwohl ich finde, ich habe viel zu viel für den ausgegeben. Deswegen war's das. Keine Verpflichtungen mehr. Oh oh. 7 Millionen. Wo geht er hin? Zu Bremen, der Zoller. Ich kann ihn mir eh nicht holen. Deswegen ist das Thema erledigt. Und wir gucken mal ganz kurz hier rein. Aha, okay. Was gibt es hier noch für starke Wechsel? Ümür durchgewunken, Höhe, Fragwürdigkeit. Ja, das war vielleicht wieder... Also, 2 Fehler in dieser Winterpause von mir gemacht. Barcelona verhandelt mit Arsenal über Özil-Wechsel. Oh, geh nicht dahin, Özil. Tu das nicht dir an. Freiburg geht auf Kaiserslauterns Forderung ein. Nur mal so nebenbei, Leute. Und es gibt noch eine E-Mail. Warum auch immer. Müsste noch was sein?
Tim Heubach wird den Verein verlassen. Tim Heubach will in weniger als 6 Monaten auslaufen. Welche Angebot? Bielefeld! Jo, wieso nicht? Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich noch Verträge verlängern soll, bevor ich die alle... Ja, weil, ne, ist schon hart, wenn man die so verliert. Die Spieler. Also, Gauss ist, verlässt den Verein. Alomerovic muss. Jakob, also ganz ehrlich, da verlängere ich lieber den Vertrag, bevor ich den auch noch ablösefrei verliere. Dann tue ich versuchen, in der Sommertransfersphase ihn lieber verkaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schulze muss gehen, Gauss geht schon. Und das war's erstmal. Genau, okay, gut. So, 230 Millionen wurden, also fast 230 Millionen wurden ausgegeben. Wir gucken uns das alles mal im Transfersüberblick in Ruhe an. Mein Verein hat genug Wechsel getan, alles gut jetzt. Wenn ich da den einen oder anderen ziehen kann, Kaufoption nach 2 Jahren, 1 Jahr, habe ich auch fürs nächste Jahr kaum was vor zum Planen. Wir sehen hier nochmal, Hannover hat sich Lester Jeschski irgendwas geholt. Dann Gil Romero zu Stuttgart gegangen. Dann Dominguez geht zu FC Turin. Das interessiert uns nicht. Nintep zu Lyon. Dann Anjos zu AS Monaco. Gedosh zu Frankfurt. Martin zu Real Sociedad. Zoller ist zu Bremen gegangen für 7 Millionen. Mockenhaupt zu Freiburg. Himmelmann ist gegangen zu Club Brücke. Fonte zu Bologna. Igalo zu Bayern 04. Icardi zu Tottenham. Auch nicht schlecht. Lopez zu Leicester City. Dann Jefferson zu PSG, Samuelsen zu Dresden, Pastore zu Bayern, ja, die legen wir wieder los, das ist nicht mehr normal. Munoz zu FC Metz, dann Campo zu Düsseldorf, Fritz zu Fürth, Reyes zu Villarreal, Ömür zu Kaiserslautern für vielleicht ein bisschen zu viel Geld, Klich muss eh weg, da ist mir das Schnuppe, aber vielleicht hätte ich nur 1,5 Millionen bieten sollen, das wäre besser gewesen. Kramaric wächst zu Wolfsburg, oha, oha, okay. Und den Rest kennen wir schon, also so viel ist hier nicht mehr passiert, deswegen abschließen dieser Wintertransfersphase. Es ist vorbei. Und es wird so, ich guck mal, wann mal wieder eine, das Einzige, was ich echt vergessen habe, ist so gescoutete Spieler, die ablösefrei sind. Das habe ich jetzt einfach nicht gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ungefähr so am 25. Spieltag oder so werde ich eine nächste Q&A-Folge machen und dann werden wir darüber diskutieren, wie die Kaderplanung fürs nächste Jahr ungefähr so ein bisschen wird. Dann wissen wir schon mal ungefähr, wo die Reise hingehen könnte. Dann fordere ich dich natürlich wieder auf, mir da zu helfen und ich hoffe, du hilfst mir dann auch. So, wir haben Jugend, wir sehen hier, Dabrowski könnte was drauf haben. Alexander Engel, boah, der wird ein super Potenzial haben. Da haben wir vielleicht unseren zukünftigen eigenen privaten TV. Oder Thorsten Neumann, der könnte, bei dem wird es ein höheres Risiko. Bei dem ist auf jeden Fall sicher, dass er mindestens 80 kann. Emil Lang, zu schlecht Gesamtstärke. Das wird wahrscheinlich nichts. Den können wir den einfach rausschmeißen. Freigeben. So, dann Tobias Fischer, gucken wir uns mal noch an. Ich glaube, den schmeißen wir raus. Und den Meier warte ich, bis er 16 ist, dann möchte ich ihn für den RV auf jeden Fall planen. Schmitz ebenfalls. Mal gucken, hoffentlich geht er mehr Richtung 82. Transfersverletzung, Trainingsverletzung. Ziegler, nein, Leistenbruch wird uns 2 Monate fehlen. Jetzt, wo wir mal zu 0 gespielt haben, ist das bitter. So, Demir Bay ist jetzt mal fertig gescout. Bringt uns aber auch nichts mehr. Was? 4,3 Millionen? So, boah, das hätte ich mir leisten können. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Den hätte ich gern gehabt, ehrlich gesagt. Ja, jetzt geht's Richtung Nürnberg-Spiel. Die Folge wird ein bisschen länger, weil wir in der Endphase an Vertragsverlängerung von Jakob akzeptiert. Amiri, was hätte der gekostet? 6 Millionen. Ah, Mann, ey, vielleicht mal, wenn ich in der ersten Liga bin, komme ich vielleicht noch dazu. Moreno gescout, bringt auch nichts mit Timo Werner und Dahoud. Könnte ich mir gerne nochmal angucken. 80 Stärke. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist der ausgerechnet jetzt verletzt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir wieder Vucua reinbringen. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, der Kader ist leider mir jetzt zu groß. Ich habe Alomerovic nicht losgeworden. Bin ihn nicht losgeworden. Ich bin Pirosek nicht losgeworden. Aber der eine und Gauss nicht losgeworden. Der eine andere werden ja gehen. Der Kader wird dann spätestens im nächsten Jahr wieder kleiner sein. Das ist zumindest auch der Plan, ne? So, ich merke gerade, innenverteidigungsmäßig habe ich ein bisschen Mist gebaut. Ja, lass mal Schindele. Ist ja ein Zukunftsspieler. Oder könnte einer sein für die Zukunft. Und Ömür auf die
Bank. Jetzt wird es ein bisschen interessant, wenn ich da mal jetzt rausschmeiße. Jetzt habe ich so einen geilen breiten Kader, dass ich mehr weiß, wie ich rausschmeißen soll. Toyoshima soll ich eigentlich nicht rausschmeißen. Sua. Chibilk hat mir letztens nicht gefallen. Dass ich wieder Sua von Anfang an bringe. Ich brauche jetzt erstmal eine Stammabspeicherung und dann immer alles vor dem Spiel machen. Tja. Ich mache jetzt erstmal so, aber keine Sorge, ich bringe jetzt gleich Tuyo Shima wieder rein. Es schneit auf dem Betzenberg. Für zweiter Stadion empfängt den ersten FC Nürnberg. Das war das Eröffnungsspiel mit FIFA 17 Release und dieser Hauptserie. Und das ging 1:1 aus. Und diesmal möchte der FCK weiter andocken an diesem Wahnsinnserfolg gegen Union Berlin in Berlin. Und falls du nicht weißt, was ich spreche, guck dir, bevor du hier weiter guckst, erst die letzte Folge an, denn die hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kaiserslautern auf Platz 3 mit 31 Punkten, Nürnberg auf Platz 5 mit 27 Punkten. Also wenn die Nürnberger heute gewinnen, die ein schwerer Gegner werden, dann sind die ein Punkt hinten dran und das wäre wichtig für die Nürnberger. Für Kaiserslautern wäre das ein riesen Erfolg, Nürnberg noch weiter hinten zu halten. Und oben könnten sie Tabellenführer werden mit dieser heutigen Aufstellung. Startelf mit Sua und Osabe und Cibilko erstmal nicht mehr. Halfa, Pulicic, der Wahnsinn war im ersten Spiel. Stieber, Moritz, Vucho für den Verletzten, Ziegler und Blanco im Tor. Im Wene weiter auf RV, weil er irgendwie gerade mehr überzeugt als Miuccia. Wer hätte das gedacht? Miuccia vielleicht kein Zukunftsspieler mehr beim FCK, wenn wir den den Meier, glaube ich, heißt, aus der eigenen Jugend holen und Wene dann irgendwann groß ist. Ich habe mich dann doch noch entschieden, Toyoshima rauszulassen, Adiyai drin zu lassen und Ümür rein, aber Ümür eigentlich mit der Formation, wie wir aktuell spielen, eigentlich gar keine Chance hat, auf dem Platz zu spielen, aber ich wollte ihn trotzdem holen, weil ich einfach sehr, sehr gut finde mit seinem Alter. Burgstaller und Sani da vorne bei Nürnberg mit Kempf auf der rechten Seite, also auch die Nürnberger mit einem klasse Kader, weil ich glaube, einen breiteren Kader haben wir jetzt. Also ganz ehrlich, mit dem Kader, wenn die alles keine Leihspieler wären, bräuchte ich gar nichts für die Bundesliga zu suchen, aber so ist das nicht. Los geht's für leider in Weiß. Ich habe nicht gecheckt, dass es schneit, aber ich glaube, man sieht alles gut genug. Die weißen Nürnberger von rechts nach links. Das Spiel ist leider so programmiert, dass wir immer im Fritz-Walter Stadion erstmal gegen die Westtribüne spielen müssen. Burgstaller. Ich erwarte, oder ich wünsche mir, nicht erwarte, weil es ein ganz anderes Kaliber heute ist, ein gutes Spiel und vielleicht auch wieder ein torreiches Spiel für den FCK. Das wäre richtig klasse. Pulicic, Osabe erstmal mit dem Fehlpass, aber im Mittel hat aufgepasst. Sua, mal gucken, ob er sich heute ein bisschen beweisen kann. Halfa. Sua. Schön gespielt. Halfa. Und das im Wene. Pfosten, Latte, Stange, wie du es nennen möchtest. Super erste Aktion für den FCK. Moritz. Halfa. Wird er für mich ein bisschen gefoult. Und dann ist Sua einen anderen Laufweg gegangen. Aber das war schon mal eine erste nennenswerte Aktion. Wene beweist sich hier weiter, Stammspieler sein zu möchten. Und das ist Pulicic mit dem Wumms. Tor wollte ich eigentlich dazu noch fügen. Aber das Ding ist leider daneben gegangen. Pulicic. Ah, da war aber noch. Muss der Ecke geben eigentlich, ne? Hat der Unparteiische auch so gesehen. Vielen Dank dafür. Moritz mit der Ecke, nicht ganz so perfekt, wie ich mir das wünschte. Und da ist wieder Pulicic, da wollte ich schießen. Jetzt die Konterchance, Burgstaller und Nürnberg. Und das ist gut gespielt. Jetzt kann Blanco sich mal beweisen, dass er vielleicht wirklich eine bessere Nummer ist. Sali und Tor für Nürnberg. Blanco beweist gar nichts besser als Weiß, denn er hat bisher nur zwei Aktionen, die er verteidigen musste. Gegen Union Berlin hat er das gehalten und hier hat er jetzt ein Gegentor bekommen. Super Konter von Nürnberg. Gar keine Frage. Nichts abzustreiten. Richtig genial. Hier nochmal. Aber da muss ich sagen, das sah Blanco schon schlecht aus. Das kann man halten. Behrens. Petrak. Immer noch Petrak. Und jetzt müssen wir aufpassen, wieder Sali. Sully eigentlich, glaube ich, ne? Da ist er wieder am Ball. Kann die nächste Aktion machen und da kommt das 2:0 durch einen Zufall. Kempe.
Ja, leck mich. Das gibt's doch gar nicht. 24 Minuten und wir liegen 0-2 hinten dran. Liegt das daran, dass Ziegler verletzt ist und die Abwehr nicht mehr läuft? Oder Blanco und Co. Sehen jetzt aber ganz, ganz schlecht hier aus. Uiuiuiuiuiui. Nürnberg will rankommen an den Aufstieg. Hier dieser Dobbs-Fehler von Everton, der dann irgendwie den Ball auf Campbell spielt und er musste noch reinköpfen. Na gut, da kann man Blanco vielleicht nicht ganz das vorwerfen. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Und ich sag nur eins, auch wenn Blanco ein super Talent ist, 2 Jahre bei uns ist, vielleicht auch für die Zukunft länger, wenn es nicht läuft, er sich nicht beweist, ist Pollersbeck ganz rackzack wieder drin. So, Stieber hat sich verletzt, das gefällt mir gar nicht. Dann Tor für Kräuter Fürth, das ist auch noch schlecht für uns. Haifa, Osave, und das ist wieder Haifa. Und wenn Osave das besser spielt, dann könnte man hier den Anschlusstreffer machen. Das wäre wichtig jetzt. So, Stieber kann nicht mehr. Das ist schon mal die schlechte Nachricht jetzt für euch. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich umdisponiere oder ob ich zum ersten Mal Paslak bringe. Oder, nee, Pulisic kann ja kein RM. Das wäre schön, wenn er das könnte. Oder Ring. Ich bin noch ein bisschen am Nachdenken. Oder Haifa auf RM. Und Advi aufs OM. Wäre auch eine Idee. Nee, ich bringe mal Paslak. Paslak. Gute Ecke. Burgstaller hat den Ball sich geholt. Also Nürnberg macht ein grandioses Spiel, muss man auch mal sagen. Und jetzt Paslak mit seinem zweiten Ballkontakt. Moritz, Konterchance. Osave, nee, Suhr. Suhr. Und jetzt muss die Flanke kommen, denn da ist Osave. Anschlusstreffer. Wunderschönes Tor. Und Suhr kann es also doch noch. Tolle Flanke von Suhr und Osaves 11. Zweitliga-Treffer. Moritz. Haifa wartet, bis Moritz wieder kommt. Kein gutes Passspiel jetzt von Moritz. Behrens. Sully, auf den müssen wir wieder aufpassen. Mit Everton wieder ein bisschen weiter ausgerutscht. Ich depp. Wieder zurückrennen mal kurz. Bringt mir jetzt aber nichts mehr. Ich muss aufpassen, dass jetzt nicht noch ein Türchen kommt. Jetzt der Fehler. Das war gar nicht so geplant. Gelb-rote Karte für Mbene. Das war ganz doof. Ich war bei einer ganz anderen Planung. Mit meinen Tastenkombinationen. Elfmeter und Gelb-rot für Mbene. Ja, das geht auf meine Kappe. Ich dachte, ich hatte einen anderen Spieler, wollte den Schuss blocken und habe nicht gecheckt, dass ich Mbene spiele. Und dann ist natürlich eine Grätsche und logischerweise die gelb-rote Karte. Jetzt wird es ein krasses Spiel, ey Leute. Jetzt kann sich Blanco aber wirklich mal beweisen. Kurz vor Pause. Oh, er macht es in die Mitte. 1-3 für Nürnberg. Mann, Mann, Mann. Ist das ein harter Brocken? Und ich muss jetzt ein bisschen umplanen. Aber das machen wir erst in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeitpause. Wechsel findet statt. Suhr muss raus. Adiaye kommt rein. Als Spielmacher Haifa auf die rechte Seite. Noch gebe ich nicht auf. Es kann auch noch ein 3-3 werden. Auch mit einem Mann weniger. Wir haben es gesehen. Frankfurt hat es gegen die Bayern und Real Life mit Mann weniger auf ein 2-2 geschafft. Ist vielleicht ein bisschen anderes Kaliber wie hier. Aber alles ist im Fußball möglich. Burgstaller. Leibold. Ich will nur nicht noch, dass wir jetzt hier richtig verlieren. Wir nehmen auch ein bisschen defensiver. Burgstaller. Schön gespielt. Kaiserslautern noch im Durcheinander. Kutschua gut und Paslak jetzt auf RV. Klärt das Ding. Advi klärt super mit dem Kopf auf Osave. Und Osave sieht, dass Pulisic gestartet ist, der heute ein bisschen mehr untergegangen ist, aber trotzdem, das ist nicht so schlimm. Oh, komm, bleib dran. Ja, super gemacht, Pulisic. Falscher Laufweg jetzt hier von Advi. Super, Ali. War simpel, aber er hat es gemacht. Moritz. Moritz. Und der muss jetzt einfach mal abziehen. Moritz.
Wir haben ja 2-1 gegen AS München unsere erste Niederlage kassiert, noch die einzige. Das ist der bisher der Rekord. Die höchste Niederlage 1-2. 1-3 wäre die neue höchste Niederlage. Als Uwe Holm hier beim Trainer ist. Oder seit Uwe Holm Trainer von Kaiserslautern ist. Blanco rettet. Ecke. Und die nächste Aktion. Boah. Aluminium und da habe ich irgendwas gedrückt, dass außerdem schon losgeht, aber vielleicht kriegt den sogar eine Osa. Es hat sich einer verletzt. Nein! Jetzt ist auch noch Everton verletzt. Ich krieg hier eine Krise. Stieber und Everton schon raus und ich glaube, ich kann kein... Doch, einen Wechsel kann ich, glaube ich, noch machen. So, Schindele muss jetzt rein. Und das war's dann wohl mit anderen Spielern. Da hat er sich verletzt bei dieser komischen Aktion. Na toll. Also... ist der FCK plötzlich nach einem Riesenerfolg in eine Krise gerutscht. Wechsel nach 63 Minuten schon alle machen müssen. Ich hatte eigentlich andere Spieler bringen wollen. Also Solanke muss leider heute auf der Bank bleiben und so weiter. Osawe, oh komm schon. Ali war so schön frei. Also das kann man echt schöner spielen, Digga. So, Adwe Aizid Halfa starten. Das hat er gut gemacht. Der Schalker, den wir ausgeliehen haben. Aber es gibt keine Anspielstation. Das ist das Problem. Und jetzt haben wir Moritz, der hat richtig viel Raum und Schäfer. Schade, dass ich jetzt auch keine Wechsel machen kann. Man sieht auch, Osawe rückt hier richtig weit nach hinten. Osawe. Da kommt er gut durch. So, jetzt wartet er, bis Moritz den besseren Laufweg hat. Und das war richtig gut. Moritz! Abschlusstreffer! Jetzt wird's nochmal heiß. Moritz, dritter Anlauf, war endlich drin und Osawe mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit Überblick und Moritz macht so, wie es sein muss. Und jetzt wird es nochmal ein knaller Spiel. Was für eine geile Rückrunde bisher. Darf gerne so bleiben, darf gerne so bleiben. Kempe, und das war richtig schlecht. Jetzt Halfa will kontern, kriegt zum Glück den Ball wieder. Gut gespielt, Adwei hat eigentlich noch Fitness. Und das war jetzt richtig guter Fußball. Adwei spielt das ordentlich, der ist müde, der Moritz. Deswegen direkt weiter zu Osawe. Osawe ist ebenfalls müde. Osawe! Und nicht das 3-3. Eieiei, Adwei wäre natürlich der Fitteste gewesen, aber der Winkel war nicht ordentlich. Deswegen musste ich da was anderes machen. So, Pulicic mit dem Einwurf. Und Halfa mit der Flanke auf Osawe. Aber Burgstahl, nee, das war nicht Burgstahl. Aber jetzt, oh, schade, Abstoß. Das war die große, große Chance aufs 3-3. Also ganz ehrlich, das ist eine Niederlage, die kann ich auch hinnehmen, weil es wirklich eine spaßige, abenteuerliche Niederlage ist. Aber noch läuft das Spiel mit Adwei auf... schade, Osawe. 4 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht mit Glück kriegen wir noch eine einzige letzte Chance. Jetzt mit Vucur und Adwei. So, der wartet noch, bis dort Pulicic ein bisschen besser gelaufen ist. Der spielt noch zurück auf Adwei. Es gibt noch den Einwurf. Es gibt noch den Einwurf. Ali. Pulicic. Schön nicht schön gespielt auf Ali. Schade. Wenn er das jetzt auch nicht gemacht hätte, wäre noch eine Flanke gekommen und vielleicht eine Chance. Jetzt haben wir Pech. Und es war's. Es wird eine Niederlage, aber eine super Niederlage. Mit der kann ich leben, aber es ist natürlich so ärgerlich. Wir haben die Tabellenführungschance damit hergegeben. 2-3, also die erste Halbzeit, weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist. Da muss irgendwie, da muss ich mal überlegen, was da war. Die rote Karte war gar nicht so wahrnehmbar, das war gar nicht das Problem, es war ein anderes Problem. Vielleicht Vucu das Ziegler gefehlt, keine Ahnung. Jetzt fehlt uns Ziegler 2 Monate, mal gucken, was jetzt mit Stieber und Everton ist. Wir kommen in eine kleine Krise, was zumindest die Kaderplanung angeht. Zum Glück haben wir da jetzt uns breiter gemacht. 2-3 verloren gegen Nürnberg auf dem Betze. Und nach dem 19. Spieltag sieht es jetzt so aus. Bochum auf Platz 1 mit 35 Punkten, St. Pauli auf Platz 2 mit 33 Punkten. Kaiserslautern bleibt trotz zweiter Niederlage genauso gut wie St. Pauli noch auf Platz 3 mit 31 Punkten. Stuttgart auf Platz 4 mit 31 Punkten. Aber Nürnberg hat damit einen riesengroßen Schritt gemacht, denn sie sind jetzt noch ein Punkt hinter Platz 3 und hinter Stuttgart und könnten im nächsten Spieltag sogar auf Platz 2 landen. Also es war ein riesen Match-Win für 1. FC Nürnberg. Fürth auf Platz 6 mit 30 Punkten, aber auch Bielefeld und die Kickers, sowie Hannover und AS München, die sind noch ein bisschen dabei bei diesem Fight. Also die kann man noch nicht abschreiben. Das geht nicht. Braunschweig wird dann schon kriseliger. Da muss man ein bisschen gucken, was die noch so treiben.
Es war in meinen Augen ein wahnsinns geiles Spiel. Deswegen bitte lasst doch einen Daumen da. Jetzt war ich schon am Verzweifeln, wenn ich bitte sage, was ist mit mir los? Aber gib doch da einen Daumen für nach oben für so ein geiles, unterhaltendes Spiel. Richtig, richtig, richtig schnieke. Da kann man echt nicht drüber nörgeln. Und jetzt gibt's noch eine Sache, die ich mit euch machen wollte und hab sowas von vergessen, was das nochmal war gerade. Richtig, richtig gut, oder? Ach ja, genau. Wir wollen gucken, wie verletzt die sind. So. 4 Wochen fehlt uns Stieber. 7 Monate Everton. Ein Kreuzbandriss. Tja, damit ist die Saison gelaufen. Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt echt ein Witz. Och, kommt schon, Leute. Ich fühle mich jetzt echt verarscht. 7 Monate. Was Schlimmeres kannst du auch nicht mehr haben. Okay. Das ist ein harter Brocken. Den muss ich jetzt erstmal verkraften. Everton fehlt uns 7 Monate und Ziegler fehlt uns noch 2 Monate. Also die Abwehr ist am Einstürzen. Heubach muss jetzt rein und Schindele ist Abwehrspieler. Alter Falter, jetzt geht's hier aber richtig ab. So, Stieber ist erstmal raus aus der ganzen Nummer. Kerk und Mucha kommt da jetzt erstmal wieder rein. Alter Falter, 7 Monate. Den sehen wir erst wieder in der 2. Staffel, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, sehen wir den erst wieder in der 2. Staffel und die wird ungefähr so, ja, wann wird die anfangen? So Mitte November, ne? Mitte November, Ende November. Also das ist ja mal richtig, richtig krass. Jetzt muss ich mir nochmal genau angucken. Also ich bin ein bisschen gerade, ein bisschen geschockt. Verletzungen, ja, aber 6 Monate steht jetzt hier nur noch von Everton. 8 Wochen noch Ziegler, wenigstens ist der Ball wieder zurück. 4 Wochen Stieber. Ist vielleicht noch gut ergänzbar, aber Everton den besten Abwehrspieler. Meine Herren, wir haben jetzt also die B-Innenverteidiger drin und haben auch noch 2 Innenverteidiger verkauft in der Winterpause. Wir gucken mal ganz kurz nochmal zum Abschluss dieser Wahnsinnsfolge rein. Die war ja mehr als krass. Gucken wir mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier, wir sind jetzt im Februar, das ist vielleicht schon als den ersten Monat angezeichnet. 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, 7 Monate. Das heißt, er wird ungefähr so gefühlt am... Ja, er wird so gefühlt am 8., 9. Spieltag der Bundesliga, falls wir aufsteigen sollten, oder 2. Bundesliga, zumindest sagen wir es mal so, 8., 9. Spieltag der 2. Saison erst zurück sein. Das ist ein harter, harter Brocken. Und da werden wir wahrscheinlich in der Sommerpause definitiv einen Ergänzungsspieler holen müssen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Für diese Rückrunde in der 2. Liga müssen wir damit auskommen. Und das ist ja das Spannende daran. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Die hier war sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr, sehr geil. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was in der nächsten Folge gegen Braunschweig passieren wird, wie das defensiv laufen wird. Und sei doch dann wieder dabei. Bis dahin, dein Dico Tschüsskowski.